in Österreich gibt es keine Kultur des Wochenbetts mehr. Es hat bis vor wenigen Jahren im Burgenland nur Länder gegeben, wo das ganze Dorf noch 40 Tage lang gekocht hat für eine Wöchnerin. Weiß kaum jemand, aber es ist sehr schön. Und es ist meistens sind die Wochenbettbräuche so 40 Tage in Kulturen, wo es es noch gibt. Und sind wir froh, dass wir welche haben, die es noch haben, weil sonst würden wir uns nicht erinnern daran, dass sie nötig sind. Und wir haben die größte Mühe, im Wochenbett den Frauen sozusagen zu vermitteln, dass sie wirklich ruhen sollen. Und dass sie damit aber auch einen guten Kontakt zum Kind entwickeln können. Aber sie werden am dritten, vierten Tag vom Spital entlassen und es gibt keine routinemäßige Nachbetreuung. Das heißt, es gibt einfach ganz viele Familien, wo die Frauen dadurch, dass sie gesund entlassen wird am dritten, vierten Tag, und das ist auf die Zeit, wo die Milch erst kommt, also wo der Stillen beginnt, also dass sie da den Haushalt wieder ganz normal übernehmen, und damit gibt es Riesenstillprobleme und aber auch große Überforderungen.